Ich bin auf dem Weg zu meiner Kollegin Lara. Die hat gerade in München sehr dringend eine neue Wohnung gesucht und zum Beispiel diese Mail bekommen. Die Immobilie ist voll möbliert, der Preis beträgt 700 Euro. Ich bin im Moment mit meiner Familie in Italien und vermiete deshalb über Airbnb. Es waren eigentlich immer die gleichen Sachen. Thema, ich bin im Ausland, will vorab Geld und es ist ein Unternehmen drin, über das die erste Überweisung erfolgt. Ja, wie diese Geschichte ausging, erzählt Lara gleich selbst. Denjenigen unter euch, die gerade auf Wohnungssuche waren, kommen solche Mails vielleicht bekannt vor. Also Wohnungsangebote, die eigentlich zu gut klingen, um wahr zu sein. 900 Euro, das ist jetzt kein lächerlicher Preis, ne? Also, dass man so denkt, das kann ja auf gar keinen Fall sein. Hinter solchen Angeboten stecken meist BetrügerInnen, die mit immer neuen Maschen versuchen, Leute abzuzocken, die eben dringend eine Wohnung brauchen. Oh Gott, mein Geld. Ja, 1.300 Euro. 1.300 Euro, die von meinem Konto weg waren. Ich will wissen, wie funktionieren solche Scams? Wie kann ich mich davor schützen? Und vielleicht gelingt es mir ja auch, jemanden zu konfrontieren. Wir sind jetzt im dritten Stock und tatsächlich müsste hier die Wohnung sein. Und deshalb starten wir jetzt ein Experiment. Hi. Hallo. Ich bin schon ganz gespannt auf die neue Wohnung. Wow, nicht schlecht. Und so geiles Fischgrätpaket hast du auch. Lara ist vor anderthalb Monaten nach München gezogen, weil sie bei uns in der Redaktion angefangen hat. Ist das jetzt die 700 Euro voll möblierte Wohnung? Nein, das ist sie nicht. Aha. Das ist sie nicht geworden. Wie ging das da weiter? Ich habe der Person geantwortet, weil, also Wohnungssuche in München, kannst du dir vorstellen, ja, ist nicht so easy, krass, was zu finden. Und dann kamen diese Nachrichten rein und es war ein bisschen wie so ein Lichtblick und man denkt so, boah, geil, guter Preis, gute Lage. Natürlich habe ich dann darauf geantwortet, weil ich bin sowas noch nie begegnet. Hier steht ja sogar die Adresse drin, also eigentlich klingt das hier erstmal seriös, du kannst ja sogar hinfahren. Ja, ich habe die Adresse sogar gegoogelt, gab es auch alles. Aber das war dann, also ich bin schon ein bisschen misstrauisch geworden, weil es gab so eine kuriose Webseite zu dieser Adresse mit so super viel Werbung und Bildern von der Wohnung. Und was mich auch hat stutzig werden lassen, ist, dass das Ganze über Airbnb irgendwie stattfinden sollte. Ja. Dachte mir dann, okay, nicht über diesen Weg und lieber dann, wenn ich auch weiß, die Person ist hier. Die ist ja angeblich in Mailand und nee, das war mir dann zu shady. Jetzt kannst du glücklich sein. Jetzt bin ich glücklich, aber ich war echt verzweifelt und ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, dass ich auch auf sowas reinfall. Ja, wir wollen jetzt natürlich rausfinden, ob wir auch Scam-Angebote bekommen und wie dieser ganze Betrug überhaupt funktioniert. Und deswegen starten wir mit ein paar Anzeigen. Ja, let's go. Damit unsere Anzeigen so realistisch wie möglich sind, haben wir uns zwei Fake-Identitäten gebastelt. Berufseinsteigerin Luisa, die in München eine Bleibe braucht, und Studentin Anna, die dringend ein WG-Zimmer in Berlin sucht. Wir fokussieren uns dabei auf die großen Plattformen WG gesucht und ImmoScout24. Hallo liebe Münchner, mein Name ist Luisa, ich bin 23 Jahre alt und suche dringend nach einer Wohnung in München. In meiner Freizeit bin ich gerne in den Bergen oder gehe Radfahren. Ich freue mich von euch zu hören und bin jederzeit per Mail erreichbar. Hab die Mailadresse, ganz liebe Grüße aus Heidelberg, Luisa. Also ich finde, es ist eine glaubwürdige Anzeige. Liebe Berliner WGs, ich bin Anna, 23, komme aus Hamburg, studiere dort BWL und brauche für ein Praxissemester dringend und ab sofort ein WG-Zimmer für die nächsten 5 bis 6 Monate. Freue mich über eure Nachrichten und Angebote, bin per Mail erreichbar und antworte schnell. LG Anna. Gut, dann ist jetzt eigentlich alles angelegt. Wir brauchen Fotos. Um unsere Fake-Profile noch echter aussehen zu lassen, mache ich Porträts von Lara und Hospitantin Emma. Und dann können die Anzeigen auch schon online gehen. Lara, du bist ja jetzt etwas Scam-erfahrener als ich, weil du ja diese Nachrichten schon bekommen hast. Was war denn noch alles dabei? Es waren eigentlich immer die gleichen Sachen. Thema, ich bin im Ausland, will vorab Geld und es ist ein Unternehmen drin, über das die erste Überweisung erfolgt. Okay. Nur auf unsere Anzeigen wollen wir uns natürlich nicht verlassen. Also schreiben wir auch aktiv Angebote an. Während wir jetzt hier weiter Anzeigen scannen, Frage an euch, was habt ihr denn schon mal Krasses bei der Wohnungssuche erlebt? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Und dann sehen wir mal übers Wochenende, heute ist Freitag, was dabei rumkommt. Yes. Ich bin in Berlin und treffe mich mit Vicky. Sie ist im letzten Jahr in die Falle von MietbetrügerInnen getappt und hat dadurch eine Menge Geld verloren. Hi. Du musst Vicky sein, hi. Genau. Der Meini, hi. Vor einem Jahr hat Vicky für ihr Praxissemester hier nach einem WG-Zimmer gesucht. Um auf der sicheren Seite zu sein, hat sie damit schon 6 Monate vorher angefangen. Richtig lange ist nichts für sie dabei, weswegen sie am Ende doch unter krassem Zeitdruck steht. Da klingt diese Anzeige wie der Jackpot. Anfang Dezember hat mir dann eben jemand auf diese Annonce, die ich halt gestellt habe bei WG gesucht, geantwortet
und hat gesagt, so, hey, was du über dich geschrieben hast, klingt total nett. Das war die June, ne? So hat sie genau, sich genannt. Genau, ja, June hat sie sich genannt. Sie hat gesagt, sie kommt aus China sozusagen und arbeitet hier und hat halt eine WG noch mit einem anderen Mädchen. Die detailreichen Mails von June erwecken immer mehr Vertrauen bei Vicky. Und dann hier auch die Fotos von der Wohnung. Genau, die sind ja auch, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt nicht besonders fake, dass es aussieht, als wäre das irgendwie in einem Hotel oder so. Sie hat mir auch noch ein Bild von sich geschickt und dann hat sie mir auch noch ihren Ausweis abfotografiert. Das ist jetzt ja spannend. Genau. Also Ausweis. Okay, ist ein chinesischer Ausweis. Und ähnlich. Was das Foto angeht, würde ich sagen, also das könnte sie zumindest sein, oder? Ja. Vicky bekommt den Mietvertrag. Gemeinsam mit ihrer Familie checkt sie ihn, aber alles scheint seriös. Für die Miete sollte sie 500 Euro zahlen, für die Kaution 800. Im Endeffekt habe ich dann sozusagen 1300 Euro überwiesen sozusagen und die Kaution hätte ich ja im Endeffekt wieder bekommen. Du hast überwiesen, hast du dann jemals noch was von ihr gehört? Wir haben dann noch fast einen Monat weiter. Einen Monat? Ungefähr, schätze ich jetzt mal. Und dann habe ich ihr halt im Februar noch 2-3 Mal geschrieben, wann ich halt jetzt genau komme und ob das in Ordnung ist, wenn ich dann komme. Und darauf hast du keine Antwort mehr bekommen? Da habe ich keine Antwort mehr drauf bekommen. Wie es bei Vicky dann weiterging, erfahrt ihr gleich. Jetzt checke ich erstmal die Reaktionen auf unsere aufgegebenen Gesuche. Das Wochenende ist fast rum, jetzt ist früher Sonntagabend und ich logge mich in meine Mails ein und gucke, was wir für Angebote haben. In den Postfächern ist ordentlich was los. So richtig unterscheiden kann ich zwischen seriösen und betrügerischen Angeboten, gerade aber noch nicht. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Paranoia, weil ich hinter jeder Mail irgendeinen Scam vermute und vermutlich liege ich damit auch oft falsch. Das könnte das erste Scam-Angebot sein von einer Jannike. Hier ist so ein Poster, also mit dem WG-Angebot angehängt. Das sieht jetzt eigentlich auch nicht verdächtig aus, außer dass es jetzt nicht wahnsinnig teuer ist, 550 Euro und ein schönes Zimmer ist. Aber hier steht jetzt drunter, unser Team der Qualitätssicherung, also von der Plattform, hat diesen Nutzer aufgrund betrügerischen Verhaltens gesperrt. Also ich kann jetzt gar nicht mehr drauf reagieren. Das heißt, die waren schneller als wir. Irgendwie ja gut. Also, dass auch die Plattformen was tun für das Experiment, nicht so optimal, weil ich möchte ja gerne in Kontakt kommen mit diesen Leuten, die da versuchen, irgendwelche Scams zu starten. Bisher haben mich sowohl seriöse als auch shady klingende Angebote erreicht. Die wurden von den Portalen meistens direkt gesperrt. Wir fragen bei dem Portal WG-Gesucht nach, in welchen Fällen sie eingreifen und UserInnen blockieren. Unser Qualitätssicherungsteam ist speziell darauf geschult, Betrugsanzeigen zu erkennen und überprüft Anzeigen, die es beim Scannen entdeckt, die unsere Filter als verdächtig einstufen oder von den Nutzern gemeldet werden, manuell. Löscht diese gegebenenfalls und sperrt den Account. Aber am nächsten Tag scheint es soweit zu sein. Es ist was Aufregendes passiert in der letzten Stunde. Die Schlinge zieht sich zu. Wir haben, glauben wir, einen Scam. Und zwar war das Angebot nur ganz kurz online. Also es war tatsächlich leider nur so kurz online, dass wir das Angebot gar nicht abfilmen konnten. Also das war ein Gesuch auf WG gesucht. Da waren Fotos online und die Fotos sahen sehr authentisch aus. Also es sah wirklich aus, als hat da jemand einfach seine Wohnung abfotografiert. Das Gesuch war auf Englisch geschrieben, aber wirklich ohne jegliche Rechtschreib- oder Grammatikfehler. Es waren eben sehr viele Side-Facts über diese Wohnung da. Wer auch immer das Gesuch aufgegeben hat oder vielleicht gecopy-pastet hat aus einem anderen Gesuch, hat da sehr viel Wert aufs Detail gelegt. Also es wirkte nach einem echten Angebot. Ja, also total realistisch und die echte Luisa, wenn es sie denn geben würde, würde wahrscheinlich auch drauf antworten. Wir haben geantwortet, dann wurde das Ding gelöscht. Naja, ist natürlich auch verdächtig, aber wir sind jetzt schon in Mail-Kontakt mit der angeblichen Wohnungsbesitzerin, Vermieterin. Praktisch für uns, die angebliche Anbieterin schickt uns die ganzen Infos aus dem gelöschten Gesuch nochmal per Mail. Also Adresse haben wir, 35 Quadratmeter Apartment, fully equipped sowieso insgesamt, also große Matratze, Schreibtisch und so weiter, also quasi eine voll möblierte kleine Wohnung. Übrigens, die Adresse aus der Mail gibt's wirklich. Was uns da allerdings später erwarten wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aha. Jetzt sind wir schon mal drin. Also 900 Euro, das ist jetzt kein lächerlicher Preis, ne? Also, dass man so denkt, das kann ja auf gar keinen Fall sein. Wir beißen an und schreiben unserer vermeintlichen Betrügerin, die sich Laura nennt, zurück. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben schon wieder Antwort von unserer
Scammerin, falls man das so sagen kann. Also im Prinzip bietet sie uns mehr oder weniger die Wohnung fast an. Wir sollen unseren Namen sagen, die Adresse und was wir arbeiten und ID. Klar, ID haben wir jetzt natürlich nicht, weil wir sind ja auch fake. Wir können natürlich jetzt versuchen, einen Besichtigungstermin auszumachen und einfach gucken, was dann passiert. Es dauert nicht lang und Vermieterin Laura meldet sich wieder. You have to pay some deposit. Ah, okay, ah, okay. Wir können die quasi nicht besichtigen. Ohne dass wir Geld zahlen. Ah, hier ist mein PayPal Details for the deposit. Das ist das Erste, was ich lese. And use friends and family to send it for immediate confirmation. Genau, weil dann kann man es nämlich nicht mehr zurückholen, wenn man das macht. Ja. Sie schreibt jetzt, dass sie mindestens 500 Euro Deposit haben möchte. Aber jetzt kommt's. And here is my ID. Das ist ihr Führerschein. Smart, das mitzuschicken. Also Name stimmt mit der Mail überein. Mhm. Plus die Augen sind unkenntlich gemacht. Ja, genau, weil es könnte ja sein, dass es wirklich der Führerschein ist von einer echten Frau. Da sollte ich mich, wie sich später herausstellen wird, ganz schön geirrt haben. Zurück zur Geldfrage. Bevor wir unserer Betrügerin Kohle überweisen, fragen wir nach, ob anstelle eines Besichtigungstermins auch ein Call möglich wäre. Die Antwort kommt prompt. Because I am presently at work as a medical doctor, so we are not allowed to make a call. Aber alle 2 Minuten per Mail kommunizieren, genau, ist völlig fein. Ja. Okay, spannender Nachmittag. Wir versuchen jetzt mal mit demjenigen oder derjenigen in Kontakt zu bleiben, weil wer weiß, wo wir da noch landen. In der Zwischenzeit ist was passiert. Wir haben ein Angebot von unserem Betrüger oder unserer Betrügerin erhalten. Wir konnten die Anzahlung auf 200 Euro runterhandeln und heute können wir zur Wohnung und uns dort angeblich treffen. Aber natürlich nur, wenn wir diese 200 Euro bezahlen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt schreibe, ja, sorry, mit den 200 Euro per PayPal, das geht irgendwie nicht, kann ich die 200 Euro nicht nachher, wenn wir uns treffen, bar übergeben? Ich hab was. Eine Antwort. Oh. Es geht wie immer schnell. Okay, krass, das ist ja schon richtig dreist. Die wollen einfach rausholen, was rauszuholen ist. Sie haben angefangen mit 500 Euro, dann haben wir auf 200 runtergehandelt. Jetzt habe ich gesagt, ich habe nicht 200 Euro auf meinem PayPal-Account. Geht nicht. Und jetzt schreiben die, send the amount you have on your PayPal and I will take permission immediately at my work to meet with you at the apartment today. Also, so langsam wird's echt lächerlich. Wir machen das jetzt. Wir werden da jetzt Geld schicken. Das tut natürlich weh, weil es ist ja völlig klar, dass das ein Scam ist und dass das Geld dann weg ist. Aber was passiert dann? Wollen die dann im zweiten Schritt noch mehr Geld von uns irgendwie bekommen? Senden sie uns irgendwelche Dokumente zu? Also unser Ziel ist ja, rauszufinden, wie funktionieren diese Scams? Wer steckt dahinter? Kommen wir irgendwie an diese Leute ran? Und vor allen Dingen, mit was für Methoden arbeiten die? Und deswegen müssen wir jetzt Geld investieren, aber wir können uns ja selbst überlegen, wie viel. Leider habe ich jetzt dummerweise wirklich nicht so wahnsinnig viel auf meinem PayPal. Wir überweisen 55,73 Euro. Gerade noch genug, um das Interesse der BetrügerInnen aufrechtzuerhalten. Doch auf einmal switcht unsere Überweisung auf US-Dollar um und PayPal erhebt eine Transaktionsgebühr. Denn offensichtlich geht unsere Zahlung ins Ausland. Am Ende überweisen wir insgesamt 58,51 Euro und sichern uns damit eine Zusage zu einem Besichtigungstermin um 13 Uhr. Aber bevor es zum Besichtigungstermin geht, zurück zu Vicky nach Berlin. In ihrer Notlage überweist sie 1.300 Euro an eine angebliche Vermieterin. Danach geht der Kontakt mit ihr weiter, wird aber weniger. Erst als Vicky schon mit gepackten Koffern auf dem Weg nach Berlin ist, kommt bei ihr das ungute Gefühl auf, dass etwas nicht stimmen könnte. Ich habe wirklich einfach nur gehofft, dass ich gleich diesen Namen am Klingelschild sehe und dann erleichtert sein kann und alles gut geht. Und dann habe ich gesehen, der Name, den ich suche, steht nicht drauf. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon geweint und war schon komplett fertig. Und dann sind wir zu dem Haus gegenüber gegangen und haben da geschaut, aber da stand der Name dann auch nicht. Und so eine halbe Stunde später war ich so, oh Gott, mein Geld. Ja, 1.300 Euro, die von meinem Konto weg waren. Ja. Genau. Noch am selben Tag erstattet Vicky gemeinsam mit ihrem Vater Anzeige. Ich habe dann, ich glaube, 2 Wochen später oder so Post bekommen von der Polizei Berlin, dass sie die Ermittlungen eingestellt haben, wegen mangelnder Beweislage. Ja. Ihr Geld hat sie bis heute nicht zurück. Ich
habe mich einfach nur dumm gefühlt. Also im Nachhinein habe ich so viele Punkte erkannt, wo ich gesagt habe, ich hätte einfach mal nach einer Wohnungsbesichtigung fragen können, nach einem Anruf, nach einem Videoanruf oder ich hätte mir die Mühe machen können, um dahin zu fahren. Bist du wütend auf die Menschen, die hinter diesem Betrug stehen? Also es ist ja kein Geheimnis, dass man sagt, der Wohnungsmarkt gerade in so großen Städten ist total angespannt. So, die Leute sind verzweifelt und brauchen diesen Wohnraum und werden dann wahrscheinlich auch, wie ich, einfach so ein bisschen fahrlässig und freuen sich einfach, wenn sie eine Möglichkeit haben, so diese Notlage auszunutzen, finde ich schon eine besondere Art von frech. Nachdem ich Vickys Story gehört habe, bin ich umso mehr gespannt, was mich jetzt gleich bei der Adresse unserer Münchner Wohnung erwartet. Also wir erwarten natürlich nicht wirklich, dass da jetzt jemand kommt. Ich habe schon gerade gesehen hier, es gibt eine neue Mail. Ich habe noch nicht reingeguckt, also vielleicht ist das die Ausrede, warum der Termin hier gleich platzt. Who knows? Ja, das ist es. Ja. Es ist übrigens genau 13 Uhr hier. Könnt ihr sehen? Irgendwie, jetzt öffnen wir mal die Mail, oder? Okay. Got it. I will ask my lawyer to prepare your receipt. Okay, gut. The amount is too low to prepare the receipt. Also ohne die 200 Euro kriegen wir keine Rechnung und er trifft sich auch nicht mit uns. Weitere 150 Euro wollen wir der Betrügerin natürlich nicht so ohne weiteres in den Rachen werfen. Unsere Forderung, erst den Vertrag, dann das Geld. Und sie beißt an. Ich hab's offen. Der Vertrag sieht auf den ersten laienhaften Blick recht normal aus. Die Daten stimmen und uns wird eine freie Wohnung im dritten Stock zugesichert. Okay, also tatsächlich haben wir jetzt für die Wohnung da hinten einen unterschriebenen Vertrag in den Händen. Das heißt, wir gehen da jetzt in den dritten Stock. Vielleicht haben wir da jetzt eine Wohnung. Also dann tut es uns sehr leid, dass wir hier jetzt unsere Vermieterin immer als Betrügerin bezeichnet haben. Dann schäme ich mich wirklich. Aber wenn jetzt im dritten Stock keine freie Wohnung ist, in die wir sofort einziehen dürfen, beziehungsweise Luisa, dann sind wir sauer. Der Name unserer Betrügerin steht nicht auf dem Klingelschild. Trotzdem, wir wollen das Haus von innen sehen und klingeln bei den anderen. Vorerst erfolglos. Doch dann? Aha. Eine Arztpraxis lässt uns rein. Wir sind jetzt im dritten Stock und tatsächlich müsste hier die Wohnung sein. Was mich jetzt interessieren würde, haben die schon mal was davon gehört? Und die Fotos, die wir haben, sind das wirklich Fotos aus diesem Haus? Also, ist das wirklich eine echte Anzeige gewesen, die jetzt dann einfach missbraucht wurde für diesen Betrug? Oder ist das quasi einfach alles fake? Kein Erfolg bei den Nachbarn. Aber mir fällt ein bestimmtes Detail auf. Also ich kann eigentlich schon sagen, dass es hier nicht ist. Weil das die Wohnungstür ist. Und das ist ja auch die Wohnungstür. Also das ist nicht wirklich. Ist safe nicht die Tür. Ja. Gerade als wir gehen wollen, steht auf einmal jemand an den Briefkästen. Könnte das bei Ihnen im Haus sein? Nein. Nein? Nein. Ich bin doch hier Hausmeister, deswegen frage ich. Ach so. Ja. Sie sind der Hausmeister? Ja. Ja. Aber das ist eine andere Tür, oder? Eine andere Wohnungstür? Ja, das ist eine andere Wohnungstür. Das stimmt. Also das ist falsch. Das ist komplett falsch. Es gibt keine Terrasse, sowas. Und im dritten Stock wird auch keine Wohnung frei demnächst, nein, soweit Sie wissen. Nein. Okay. Vielen, vielen Dank. Servus. Ciao. Servus. Ciao. Okay, also wie vermutet, handelt es sich bei dieser Anzeige um einen Fake. Später werden wir noch versuchen, die Betrügerin zu konfrontieren. Parallel stehen wir schon in Kontakt mit PayPal, ob es eine Chance gibt, das überwiesene Geld zurückzubekommen. Vorher geht es für mich aber zum Landeskriminalamt Berlin. Dort bin ich mit der Betrugsdezernatsleiterin verabredet. Sie hat Infos über den dubiosen Führerschein für mich. Wir sind ja auch offensichtlich einem Scam begegnet und man hat ja versucht, uns irgendwie in Sicherheit zu wiegen, unter anderem mit einem Führerschein, den wir jetzt für gefälscht halten. Ist es ein gefälschtes Dokument oder ein gefälschtes Foto? Ja, also zunächst mal ist es ja nur eine Abbildung von einem Führerschein. Ja. Und wir haben aber eben mal kurz fahndungsmäßig überprüft. Also der ist nicht in der Fahndung, aber den gibt es so nicht. Wir würden mal vermuten, dass der gefotoshoppt ist. Später erfahren wir, dass der Führerschein wohl eigentlich einem Mann gehört. Das Foto der Frau ist ebenfalls echt, denn die Sicherheitsmerkmale, also die Hologrammsterne über dem Foto, sind klar erkennbar. Es wurden also allem Anschein nach zwei echte Führerscheine zusammen gefotoshoppt.
Ist das eine typische Methode von bei solchen Betrugsfällen, dass sie mit gefälschten Dokumenten oder gefälschten Fotos von Dokumenten irgendwie arbeiten? Wenn sie keinen Kontakt mit demjenigen hatten, also es keine Besichtigung bis dahin gab oder kein anderes Treffen, dann ist das tatsächlich häufig der Fall. Es kann aber auch sein, dass die tatsächlich echte Dokumente benutzen, die auch anlässlich von Besichtigungsterminen zum Beispiel den Geschädigten manchmal abgenommen werden. Man geht zu einer Wohnungsbesichtigung, der Mensch, der da als Makler auftritt, sagt, ich würde mir mal ganz kurz Ihre Personaldokumente fotografieren, ist mal kurz um die Ecke und kommt nie wieder. Und so besorgt sich dann Betrüger, so besorgen die sich die Dokumente, echte Dokumente, mit denen sie dann zum Beispiel auch ein Konto eröffnen, alles auf ihren Namen. Mhm. Laut LKA-Expertin gibt es typische Warnsignale, die auf einen Betrug hindeuten. Erstens, von euch wird schon vor einem Besichtigungstermin Kohle gefordert. Zweitens, derjenige oder diejenige, die vermieten will, versucht mit allen möglichen Ausreden ein persönliches Kennenlernen zu vermeiden. Drittens, Wohnungsbilder, die krass nach Einrichtungskatalog aussehen, sind meistens nicht echt. Viertens, gleiches gilt für einen auffällig günstigen Mietpreis. Und ganz wichtig, hört immer auf euer Bauchgefühl. Wenn sich etwas komisch anfühlt, dann ist es meistens auch so. Wissen Sie, wo üblicherweise dann Menschen, die solche Betrügereien betreiben, sitzen? Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben sowohl Einzeltäter als auch wirklich Tätergruppierungen, die das ich sag mal, echt hintereinander wegmachen und damit Geld produzieren. Die sitzen meistens im Ausland. Jetzt haben wir aber hier in dem Fall von der Vicky haben wir eine Bank. Eine belgische Bank. In unserem Fall haben wir PayPal. Also die Bank und PayPal, die wissen ja, wo das Geld zumindest hingegangen ist. Ja. Kann man denn nicht über die dann rausfinden, na, wo ist denn das Geld hingegangen und wer hat denn das dann weiter transferiert oder abgehoben? Das ist was wir standardmäßig ermitteln. Das Geld wird in dem Moment, wo wir anfangen zu ermitteln, auf diesem Konto nicht mehr sein. Mhm. Mit ganz großer Sicherheit nicht. Aber ich sag mal, spätestens in dem Moment, wo das von Konten runter ist und an irgendeinem Geldausgabeautomaten auf dieser Welt wieder in bar umgewandelt wurde, ist es für uns weg. Ist es weg. Jetzt ist unser Fall ja sozusagen noch aktiv. Was machen wir denn jetzt am besten aus polizeilicher Sicht? Ich würde an der Stelle versuchen, das Geld, was Sie überwiesen haben, wieder zurückzukriegen. Ich würde eine Anzeige erstatten. Sie schreiben jetzt die Anzeige. Ich schreibe jetzt die Anzeige. Ja. Vielen Anzeige Dank. Ist raus. Anzeige ist raus. Es ist an der Zeit, dass wir uns unserer Betrügerin, wenn es überhaupt eine Frau ist, zu erkennen geben. Es fühlt sich etwas eigenartig an, diese Konfrontation zu schreiben. Also ich habe jetzt hier jede Menge geschrieben, eigentlich alles zusammengefasst. Ich erwarte auch nicht wirklich eine Antwort, aber ich möchte alles versuchen. Es könnte sogar sein, dass wenn ich hier auf Senden klicke, dass da gleich eine Message zurückkommt, dass es diese E-Mail-Adresse gar nicht mehr gibt. Gesendet. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und in der Zwischenzeit hat sich etwas getan. Überraschung, unsere Betrügerin oder unser Betrüger hat sich natürlich nicht gemeldet. Wundert mich nicht. Wer sich allerdings gemeldet hat, ist PayPal. Wir wollten wissen, gibt es eine Möglichkeit, die Kohle, die man über die Option Freunde und Familie verschickt hat, zurückzubekommen? Kundinnen verstoßen gegen PayPals AGBs, wenn sie die Zahloptionen Waren und Dienstleistungen und Freunde und Familie nicht korrekt einsetzen. Darüber hinaus greift dann auch nicht mehr der PayPal-Käuferschutz als kostenlose zusätzliche Sicherheit für die Kundinnen. Also ich finde, PayPal redet sich hier so ein bisschen raus und schiebt so die Verantwortung den KundInnen zu. Klar, man muss selbst aufpassen, wem man da Geld überweist. Man ist dafür selbst verantwortlich. Aber es wäre ja an sich ganz schön, wenn PayPal helfen würde, dass solche Betrügereien zumindest schwerer werden. Was ich gelernt habe, da draußen sind leider viele BetrügerInnen unterwegs. Also überweist niemals Geld an irgendwen, den oder die ihr nicht kennt. Schaut euch Wohnungen an, lasst euch nicht täuschen von irgendwelchen Dokumenten, die per Mail verschickt werden. Und wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann lasst lieber die Finger davon. Wovon ihr selbstverständlich natürlich nicht die Finger lassen solltet, ist von unserem Abo-Knopf. Der ist da und dann seht ihr Reportagen wie diese. Hier hat Nadine zum Beispiel eine Mehrgenerationen-WG getestet und ich bin mal in ein Tiny House gezogen. Das gibt's da.